Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Dreifach-Unboxing, denn ich habe drei Pakete hier stehen, die ich zugeschickt bekommen habe. Und ja, das ist einmal ein Dankeschön-Paket. Dann habe ich mir in einer Instagram-Sale-Geschichte was bestellt. Und dann habe ich hier ein Trash-Paket. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich starte mit dem Paket von der lieben Annika. Die heißt hier auf YouTube Nikas Beautykiste, ist ja immer meine Vorgängerin bei Trashy. Und ich hatte ihr so ein bisschen was geschickt, genau, so ein bisschen Make-up. Und daraufhin hat sie mich mit einem Paket beglückt. Und da möchte ich mal gucken, was da drin ist. Ich sehe hier ganz viel Butni Yolea, was ich so geil finde, weil wir haben hier ja kein Butni in der Nähe. Sie kommt ja aus der Nähe so nordmäßig ganz weit oben, ne? Und aus der Nähe nordmäßig ganz weit oben läuft. Mhm, genau. und da hat sie mir jetzt einfach ein paar Sachen hier reingepackt. Finde ich so, so geil. Einmal habe ich hier exotische Blütentuchmaske mit Hibiskus-Extrakt. Das ist diese hier. Das ist eine Tuchmaske. Die werde ich ausprobieren. Ich bin jetzt im Winter tatsächlich eher so der Fan von, ich lege die Masken nicht unbedingt in den Kühlschrank, slash ich verwende dann auch ganz gerne eine Crememaske oder ein hier eine Ampulle, weil ich so eine Frostköttelbeule bin, ne? Aber mega cool, freue ich mich sehr drüber. Das Handy sitzt schon neben mir. In Marions Paket ist nämlich Safe, was für ihn mit dabei. Das kriegt man auf jeden Fall. Oh, du bist meine Heldin. Sie hat hier eine Karte für mich geschrieben. Das ist ja süß. Hallo meine liebe Claudi. Nun gibt es ein kleines Dankeschön für dein Paket. Eine kleine Auswahl an Butni Eigenmarken. Fühl dich gedrückt, deine Nika. Dankeschön. Das ist eine schöne Karte. ja, dann habe ich ja auch noch Fruchtcocktail-Tuchmaske mit Mango-Extrakt. Finde ich auch ganz cool. Mag ich gerne. Also spätestens im Sommer, ne? Safe werden die alle verwendet. Richtig, richtig geil. Young and Soft Tuchmaske mit Aprikosenkernöl für junge Haut. Ja, danke. Das ist sehr, sehr freundlich von dir, aber die junge Haut, die hat sich, glaube ich, irgendwann mal verabschiedet und gesagt, ciao, Kakao. Ich bin 32, aber ich komme damit klar. Alles gut. Dann habe ich hier, mega interessant, Two Steps Serum oder Serum und Tuchmaske mit Honigextrakt erhöht die Hautfeuchtigkeit, intensive Pflege und glatteres Hautgefühl. Sammy dreht gerade mit seiner Schnauze meinen Stuhl, auf dem ich sitze. Das ist einfach zu geil, ich sag euch das. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie diese Masken von Barbour, die es gibt, die halt hier noch so eine Ampulle mit drin abgebildet haben, wo du dir erst das Serum von der Ampulle auf dein Gesicht gibst und danach dann die Tuchmaske drauf gibst. Das finde ich voll geil. Also, das wird ausprobiert. Ach komm, vielleicht werde ich mir die auch alle wirklich, dass ich mir so eine harte Maskenwoche gönne und die dann wirklich hart durchziehe und jeden Abend mir eine neue Maske mache. Mal gucken. Ja, Sammy hat hier noch ein bisschen was von seinem Adventskalender, deswegen ist er im Betteln. Ich merke das wohl. Dann habe ich hier die Glow-Tuchmaske mit Jasmin-Extrakt. Oh, speichert Hautfeuchtigkeit, enthält Schimmerpigmente mit Sofort-Effekt. Also da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und die Masken müssen auch alle nur relativ kurz einwirken. Alles irgendwie nur so 10 Minuten oder so. Dann, auch das ist cool, Hydro-Effekt, Augenpads mit Hyaluronsäure, spendet Feuchtigkeit, kühlender Effekt, frische Ausstrahlung. Finde ich klasse. Das finde ich echt geil. Und sowas lasse ich auch echt immer richtig lange drauf. Dann habe ich hier noch eine Maske. Da habe ich ja, wow. Nee, das ist aber eine Tuchmaske. Ich dachte erst, das wäre eine Peel-Off-Maske. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Aktivkohle-Tuchmaske mit Salicylsäure bekämpft pickelverursachende Bakterien für ein klares Hautbild, für normale und Mischhaut. Ich finde das cool. Also ich kann mir wirklich für jede Situation im Monat eine dieser Masken vorstellen. Ne? Richtig geil. So, dann habe ich hier noch allerhand Pflege von ihr drin. Butni Care, rote Beeren und Ingwer. Oh, du gönnst mir, ne? Fruchtig-frische Duftkomposition aus roten Beeren und Ingwer. Das belebt, ne? Also Ingwer belebt immer. Ich trinke gerne Ingwer so in der goldenen Milch. Guck mal, riech mal, Sammy. Die Beeren riechst du hart raus. Der Ingwer ist nur so hintergründig, das ist ganz gut. Ich bin gespannt, wie er sich auf dem Körper verhalten wird, vor allem, wenn ich mir gerade frisch die Achseln oder Beine rasiert habe oder so. Mega, also das ist schon mal richtig geil. Dann habe ich hier Sweet Rosy, milde Seife, schön mit Rosenextrakt und Magnolienduft, pH-Haut neutral, dermatologisch bestätigt, reinigt sanft und schonend. Das mag ich auch gerne leiden. Oh, mit Rose.
Mega. Ich liebe Rose. Rose ist toll. So. Dann habe ich hier was drin. Reichhaltige Hautcreme. Die kann ich auch sehr gut gebrauchen. Mit Mandelblütenextrakt. Mit Bienenwachs. Besonders sanft für Pflege für trockene Haut. Das wäre für mich wahrscheinlich so eine perfekte Schienbeinpflege oder Winterpflege für die Beine. Weil ich habe jetzt so... meine Haut ist eh furztrocken, ne? Und im Winter wird sie nochmal ein Stück trockener und dann ist alles ein bisschen anders. Man soll nicht was geben, wenn sie betteln, aber man macht es trotzdem. Und deswegen, ne, ist es echt, kommt gerade wie gerufen. Ich pflege mich zwar wirklich intensiv und jeden Abend gibt es auch wirklich mein Eincreme-Gedönsen und so, aber manchmal ist so ein Müh mehr auch gar nicht so verkehrt. Dann habe ich hier noch ein Deo, glaube ich, mit. Nein, ein Rasierschaum. Oh, Tropic Mango mit tropisch süßem Mangoduft für eine entspannte Nassrasur für empfindliche Haut. Auch das finde ich cool. Das kann ich sehr gut für meinen Intimbereich verwenden, weil ansonsten, also meine Achseln interessiert es relativ wenig, ob ich die jetzt jeden Tag rasiere oder nicht. Genauso meine Beine, aber mein Intimbereich, der Bein. Dann habe ich hier noch eine sanfte Waschcreme, das ist fürs Gesicht mit Aprikosenkernöl, reinigt sanft und gründlich für trockene und sensible Haut. Also auch das, ne? Ist wie für mich gemacht, weil wegen Mandel und trockener Haut, sensibler Haut, mit Vitamin E-Perlen. Und Vitamin E ist ja das Schönheitsvitamin. Und das ist echt, also eine Rundumpflege hier hast du mir geschickt, ne? Ich glaube, hier habe ich das letzte. Wahnsinn, du bist ja echt verrückt. Budnicare, My Body Beauty Routine, ein Duschbalsam, Rhabarber und Gardenien. Ich habe erst Gardinenduft gelesen, ne? Frisch gewaschene Gardinen riechen gut. Gardenienduft, oh, mit Hydrobalance-Formel. Auch das sehr, sehr cool und das finde ich sehr spektakulär, denn so kann ich mich jetzt ein bisschen durch Putni durchtesten. Also vielen, vielen Dank, liebe Annika und ja, ne, immer wieder gern. Hier habe ich das nächste Paket und das ist von der lieben Eileen. Ich verlinke euch mal, nicht anstupsen, ich verlinke euch mal ihr Insta-Sale-Profil unten in der Infobox. Da habe ich ein bisschen was geshoppt, ein bisschen was für mich, ein bisschen was für andere und hier ist eine Karte mit dabei mit einem Pummelein, oh, ich lieb's. Ich bin nicht dick, ich bin flauschig. Ist das nicht süß? Ja, vielen Dank für deine Bestellung und viel Freude damit. Ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffe, es ist alles heil angekommen. Sonst bitte melden. In dem blauen Säckchen ist eine Kleinigkeit für dich. Sammy rastet aus. Der Schutzengel soll dich und deine Familie beschützen und Sammy natürlich auch. Hast du gehört, Maus? Weißt du Bescheid. Das andere ist von mir selber genäht und es dient dazu, dass man einen Euro- oder Einkaufswagenchip reinmachen kann. Viel Spaß damit. Liebes Grüßle, Eileen. Ach Mensch, süß, dann hast du noch was Selbstgemachtes mit reingelegt. Das finde ich richtig cool. Ich mag selbstgemachte Dinge voll gerne, ne? Finde ich klasse. Ja, dann gucken wir mal, was ich mir so ausgesucht habe. Richtig süß. Pummel-Einhorn-Mütze. Und ist die nicht süß? Oh, die musste ich haben. Und wir haben halt viele Kinder bei uns so in einer Clique und auch überall und so. Und ach Mensch, so eine Mütze. Ist nie weg. Habe ich richtig Bock drauf gehabt. Mir selber passt sie natürlich leider nicht. Ich habe eine riesengroße Rübe. Dann habe ich mir etwas von Gebol ausgesucht, also richtig gut eingepackt. Eine Lipidro-Creme, Intensivpflege bei trockener Fußhaut, verhütet Hornhaut mit 10% Urea. Das fand ich auch sehr, sehr cool, weil ich ja halt auch immer Fußcremes verwende, machte das für mich einfach durchaus Sinn. Dann haben wir hier O'Keefe's for Healthy Feet, wie schon gesagt, Fußcreme und ich, wir sind so. Und deswegen musste die natürlich mit und die O'Keefe's Produkte sind echt cool. Dann habe ich hier so ein echt schönes Samtsäckchen und zwar ist hier, wie sie... Oh, das ist ein Ding, was ich mir jetzt auch auf jeden Fall an meinen Schlüsselbund dran machen kann. Denn hier ist wirklich perfekt so ein kleines Täschchen mit Rosen drauf. Und da kann ich dann einen Euro reinmachen oder einen Einkaufschip oder so. Das ist so praktisch. Ich habe das oft mal so in den Jackentaschen drin. Bei diesen Plastikchips finde ich das nicht so schlimm, wenn die dann irgendwann mal rausfallen und man verliert die, ist pups egal. Aber wenn das mal so 1-2 Euro sind, dann ärgert man sich schon, ne? Und deswegen... finde ich das sehr, sehr cool und sehr praktisch. Und dann hat sie mir hier noch so ein Engelchen mit reingelegt. Und das finde ich auch süß. Ich glaube ja an Engel. Und das ist ein kleiner Schutzengel. Und jetzt gerade zur Weihnachtszeit haben wir auch relativ viele Engel bei uns überall stehen. Und ja, der wird sich damit einreihen. Das finde ich cool. Amethyst. Oh, guck mal, es ist sogar ein Stein hier mit bei Sammy, ne? Dankeschön. Ja, so ein paar größere Sachen habe ich mir auch noch ausgesucht. Und zwar habe ich mir von Ritzenhoff hier zwei Vasen ausgesucht, die ich so schön fand. Und wir haben einen modernen Landhausstil. Aber so ab und an bringe ich auch mal ein bisschen mein Flair hier mit rein. Und ja, Hammer, ne? Das ist
Wir haben auch so Gläser von Ritzenhoff, die wir mal irgendwo auch mit dabei gekriegt haben oder so. Oder die man halt günstiger gekriegt hat. Und ich finde so kleine Vasen, Sammy verschwindet gleich in Marions Karton, so kleine Vasen auch ganz cool, wenn man so kleinere Blumensträußchen hat. Ich habe so große Vasen überall, aber so kleine fehlen mir halt. Deswegen bin ich gerade voll glücklich, dass ich die beiden hier habe. Und ja, ich finde die hübsch. Ich mag die. Oh ja, das hier habe ich mir auch ausgesucht, aber das wollte ich verschenken, weil ich das selber schon habe. Das ist von Juniper Lane, nämlich ein Parfum. Und sie hatte auf ihrer Homepage geschrieben, dass sie das noch nicht, ja, das ist noch neu und halt, ne, ungeöffnet. Ein ganz, ganz toller Duft und deswegen, den wollte ich gerne mal verschenken. Ich glaube, das kommt auch ganz gut. Ein schöner Duft, den ich gerne mag, so floral, ne. Und durch diese ganzen Boxen, Vegan Beauty Basket und so weiter, Pink Box, da hatten wir öfters mal solche Düfte drin, habe ich da fast die ganze Kollektion von und ich mag die. Und jetzt kommen wir zu dem letzten, was ich mir bei Eileen ausgesucht habe. Fun Fact, wir hatten bei uns bis vor einer Weile hatten wir jemanden bei uns in der Clique auch, die Tupperware oder Tupperware vertrieben hat. Und da hatten wir einige Tupperpartys bei uns. Das heißt, eigentlich sind meine Schränke voll. Aber sowas hat mir immer gefehlt und ich fand die so wunderschön. Und gestern Abend kam tatsächlich auch eine WhatsApp von einer Freundin, von der lieben Ines, die gefragt hat, ob irgendwer Bock hat, an einer Tupperparty teilzunehmen. Sehr witzig. Und hiervon habe ich auch tatsächlich diese ganz kleinen Schälchen. Deswegen passt das sehr gut. Da habe ich fast schon ein kleines Sortiment dann von. Das sind so, ja, Schälchen halt, ne? Da kannst du so Sachen reinmachen. Hier kann, also ich glaube, das nennt sich dann Weintraubenschale, aber man kann das auch, wenn Gäste vorbeikommen oder so, ne? Dass man da schön Sachen reinmacht oder halt hier auch Sachen reinmacht, finde ich richtig cool. Huch! Und hier habe ich noch zwei Sachen. Ja, die habe ich mir auch rausgesucht. Schminky Kapinki! Einmal ist das von Wunder 2 Perfect Selfie HD Photo Finishing Powder. Da wurde mal so extrem von geschwärmt und das habe ich noch nie ausprobiert. Das wollte ich jetzt mal machen. Also nicht jetzt, sondern demnächst jetzt. Und ja, das sieht sehr cool aus. Also Wunder 2, ne? Kennt man ja. Jo. Und das hat, also ist einfach so weiß. Ich weiß nicht. Also translucent wird es dann wahrscheinlich auch einfach sein. Ja, sieht man nicht auf der Hand. Muss ich mal ausprobieren, was für einen Effekt das dann macht. Kommt in meine muss ich noch ausprobieren Kiste. Da habe ich ja so Sachen, wo ich dann auch für meine Fullface Beauty Boxen Sachen mit rausnehme, falls ich sie noch nicht verwendet habe. Und last but not least habe ich hier von Becca einen Moonstone Highlighter drin. Den habe ich schon, den möchte ich tatsächlich dann auch weitergeben. Aber der ist so irre geil. Und allein, dass du den abgibst, ne? Wahnsinn, der ist so beliebt, so im Hype. Und ich glaube, der ist neu. Wow. Krass. Richtig, richtig schönes Tönchen, ne? Der ist perfekt. Und es ist so schade, dass Becca aufgehört hat. Ja, aber er ist wirklich wunderschön. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Eileen mal vorbei. Wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt. Gönnt euch hart. Die hat da ganz, ganz tolle Sachen. Ja, und jetzt habe ich hier das letzte Paket, das Trash-Paket von der lieben Marion. Also wir machen das im Prinzip, dass wir permanent trashen. Weil, also wenn ich Sachen aussortiert habe, schicke ich ihr Fotos. Wenn sie Sachen aussortiert hat, dann schickt sie Fotos. Und immer wenn dann die andere ein Paket voll hat, wird es halt auf die Reise geschickt. Finde ich ganz cool. So kann man einfach ein bisschen mehr ausprobieren und muss sich dafür nicht die neuen Produkte für kaufen. Und das finde ich einfach cool. Und ja, auch von ihr habe ich eine Karte. Die ist jetzt von Stockholm. Sehr, sehr cool. Hallo liebe Claudi und Sammy. Glaube an Wunder, habe Tagträume, gib niemals die Hoffnung auf, umgib dich mit schönen Gefühlen und hör niemals auf, an dich selbst zu glauben. Alles Liebe von Marion und den Imperatoren, fühl dich gedrückt. Schaut doch gerne bei Marion vorbei. Also ihre Katzen sind wirklich Imperatoren. Okay, was habe ich hier drin? Wizards Immunity, Clinically Approved, Orange and Chocolate. Nein, Orange Chocolate, okay. Also Orangenschokolade. Da muss ich sagen, die werde ich unserem Besuch oder so mal anbieten, weil ich mag keine Orangenschokolade, nee. Also Schokolade, alles was mit Schokolade in Kombination mit Früchten zu tun hat, kannst du mich ehrlich gesagt so ein Stück weit mit jagen. Aber das ist nicht schlimm, ne? Es gibt genug, die jetzt gerade in der Weihnachtszeit da hart drauf abfahren, also ne, läuft. Dann habe ich hier aber was richtig Geiles drin. Das wird gleich beim Schneiden aufgegessen. Von Wunderbar, der Erdnuss-Karamell-Riegel. Der ist richtig geil und lecker. Vielen, vielen Dank. Nom. ja, das ist Hammer. Twix Cookies and Cream. Wow.
Ich glaube, die hatte ich schon mal da. Hab die auf unseren Wohnzimmertisch gelegt. Und mein Freund hat sie auch gegessen, als ich gerade am Film war. Das macht er manchmal ganz gerne. Aber was lege ich sowas auch auf den Wohnzimmertisch? Ihr habt ja recht. Die sind jetzt für mich. Ne? Ich liebe Oreo und dieses Twix. Und oh, in Kombination ist hammermäßig. Dann habe ich hier etwas Warmes. Steht hier drauf. Ein Tee! Beziehungsweise zwei. Richtig geil. Einmal ein loser Tee Hexenwald. Die wohnt nämlich in einem Dorf oder in einer Stadt, wo es eine mega geile einen mega geilen Teeladen gibt. Teezeit. Märkische Straße in Engelskirchen. Genau. Und da hat sie mir dann halt das ein oder andere immer mal wieder rausgesucht und legt es mir dann halt auch ins Paket. Und das finde ich cool. Mit Waldbeergeschmack. Und dann habe ich auch noch Räubusch Schneeball. Ich glaube, den hatte ich schon mal. Der ist ganz lecker. Das ist halt so ein ganz gängiger Tee, den also liebt unser Besuch dann auch immer, ne? Weil wir auch gerne so ganz ausgefallene Teesorten haben. Was sie auch immer gerne mit reinlegt, was Sammy auch gerne mag, sind diese Dog Biscuits. Das sind so Riesenkekse. Ob du wohl einen möchtest, Sammy? Ihr seht das nicht, aber dieser verstohlene Blick ist ein Traum. Hier sind halt so riesengroße Knochen drin, ne? Ja, ist okay, Fräuchen wollte ich hier eh saugen, ne? Anpacken. Wow. Okay, ja, das wird er dann gleich in Ruhe snacken, denke ich mal. Dann habe ich hier noch ein bisschen was drin. Spa Day. Hier sind Safe Masken mit dabei. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, wo sie die immer findet. Die sind so cool. Glow Away Hydrating Sheet Mask mit White Rose. Wie geil ist das denn bitte, oder? Geil. Dann mit Kaviar eine Sheet Mask, Etepetete. Die gibt es auf jeden Fall beim Action bei uns. Oh, wie süß. Oh, wie süß. Balea bedruckte Tuchmaske, Be Fantastic. Oh mein Gott, ist die süß. Oh mein Gott. Ich liebe sowas. Die haben nicht die ultimative Pflege, aber die sehen einfach unfassbar witzig aus. Ne? Ja, muss man wirklich sagen. Dann habe ich hier das nächste. Engelchen. Ja, Engelchen. Oh mein Gott, ist das süß. Das ist so ein Schlüsselanhänger. Thank you for being a key part of our lives. Oh, wie süß. Das ist echt hübsch, ne? Und dann hat sie mir von Malik hier etwas reingelegt. Süße. Übertreib mal nicht dein Leben, ne? Ich glaube, das ist ein Armband. Und dazu habe ich auf jeden Fall die passenden Ohrringe. Müssen wir mal gucken. Nee, das ist eine Kette. Hammer. Mit so einem Nordstern. Dankeschön. Das kann ich doch jetzt sicherlich umtun, oder? Richtig cool. Also das ist wie so ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gerade für mich. Dankeschön. Sodele. Schoki. Ob hier wohl Toffifees drin sind? Ja, die beste Schokolade überhaupt sind Toffifees. Also es gibt die auch vom Lidl bei uns und die sind auch richtig geil. Die mag ich sogar noch ein Stückchen lieber als die. Aber die Original-Toffifees sind natürlich auch traumhaft, ne? Und hier haben wir drin, ja, Madara Time Miracle Wrinkle Resist Eye Cream. Die habe ich mir ausgesucht. Richtig interesting, oder? So, dass man da mal so reinstöbern kann. Etwas sehr gut eingepacktes. Oh ja, von Kevin O'Quar, The Neo Elixir Weightless Beauty Oil. Auch sehr gut eingepackt, da bin ich auch extrem gespannt drauf. Dann habe ich hier von Koishi, witzigerweise heute erst in einer Glossy Box Surprise Bla Geschichte drin gehabt, Vanilla Body Milk. Jedenfalls hatte ich davon das Body Wash drin. Und wenn ich halt richtig nach Vanille riechen will, dann mache ich mir halt erst das Body Wash und dann mache ich mir die Body Milk und dann freue ich mir einen Keks. Dann hat sie mich hier ein Parfum reingelegt von Noah Eau de Toilette Cacharelle 30 ml haben wir hier drin. Das riecht sehr, sehr pudrig-seifig. Dann habe ich hier noch so eine Tasche. Forever Young steht hier drauf. Ja, wir sind jung geblieben, Marion, ich sag dir das. Life Happens Chocolate Helps. Oh, das ist eine Chocolate Clay Mask mit Vitamin E. Wie schon gesagt, das Schönheitsvitamin und so. Und Schokolade hilft sowieso immer. Dann I Need Vitamin C, eine Facial Clay Mask mit Vitamin E. Auch sehr cool, also quasi mit Leb, die wird dann so trocknen. Dann, selbstverständlich, das brauche ich auch für meine Mama, Sebamed Anti-Aging Faltenfiller. Das ist eine Creme, auch richtig, richtig cool. Und als letztes habe ich hier drin von Freiöl eine Fußcreme. Man könnte fast meinen, ich hätte so einen kleinen Fuß,
wäre sehr fußaffin, ne? 24 Stunden Feuchtigkeit, auch das finde ich hammermäßig geil und da freue ich mich drüber. Ist immer so cool, wenn man halt so Sachen tauschen kann und dann irgendwie so, ne? Irgendwie sich austauschen kann und die andere damit so glücklich machen kann. Dann habe ich mir ausgesucht von Clinique Cheek Pop Blush, das ist, oder Blush Pop, das ist ein Blush, jo. In der Farbe Pansy Pop 15. Da habe ich schon den ein oder anderen von, aber das hier ist halt so ein richtiger ausgefallener Ton, der so ziemlich kühl aussieht, aber ich glaube, auf den Wangen sieht der richtig geil aus. Hast du den überhaupt schon jemals benutzt? Das sieht so unbenutzt aus. Sehr, sehr hübsch, ne? Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir den Metal Moon Kilowatt Highlighter von Fenty Beauty ausgesucht. Das ist ja eigentlich immer so eine Glitzerbombe, aber ich glaube der hier nicht, ne? Ich glaube nicht. So, mal gucken. Der hat so einen leichten gelben Sheen auch immer so mit dabei. Nein, der geht. Der geht. Das ist ja keine Glossbomb. Das ist ja einfach nur so einer. Der sieht eigentlich sogar echt gut aus. Ja, auch bei der lieben Marion habe ich mir etwas von Becca gesaved. Ocean Jewels Collection. Und da habe ich auch schon eine Palette von. Und ja, ne? Das hier ist jetzt die nächste. Ich glaube, ich habe die in etwas heller. Genau, und das hier, huch, ist jetzt die etwas dunklere Variante davon. Und, oh, ne? Ist das nicht cool? Mega. Ich habe die Variante, wo im Prinzip die ganzen Highlighter drin sind. Und hier haben wir jetzt die Variante, wo halt auch so ja, richtige Lidschattentöne drin enthalten sind. Auch so ein freundlicher Ton. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Simmy, du hast da hinten noch was liegen. Ich wollte es nur gesagt haben. Dann habe ich hier richtig geil eine Foundation von Becca. Ultimate Coverage 24 Hours Foundation in der Farbe Leinen 30 ml. Ich hoffe, dass die Farbe passt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte passt. Bitte sei nicht zu dunkel. Aber ich glaube... Nein. Ich glaube, wir können Freunde werden, oder? Ja, ne? Ich freue mich richtig. Ja, ja, ja. Wie kannst du sowas nur abgeben? Aber ich glaube, du bist auch ein bisschen müh dunkler als ich vom Hautunterton, ne? Oh ja, auch hier habe ich mir... Auch hier habe ich mir natürlich von O'Keefe's die Healthy Feet Cream ausgesucht. So geil! Das ist einfach so ein gutes Produkt und ich mag das einfach. Ne? Ich kann das gut gebrauchen, Mann. Andere suchen sich so mega halt die Teilsachen aus und schau dir, oh, eine Fußcreme. Yay, let's fetch. Hier habe ich jetzt das letzte Produkt drin, was ich mir bei ihr ertrashed habe. Und zwar von I Love Pink Marshmallow Feel Some Scrumptious with a Sweet Burst of Delicious Pink Marshmallows Bath and Shower Cream 500 ml. Ein Oschi vor dem Herrn. Das ist aber eher etwas, wo ich drüber nachdenke, das halt wirklich in meine Krabbelkiste für meine Freunde zu packen, weil die halt auch immer wieder nachfragen nach Shampoo und Duschgel und sowas alles, ne? Also ja, das waren jetzt tatsächlich meine drei Pakete, die ich so bestellt habe teilweise ertrashed habe, also mir ausgesucht habe und teilweise einfach als kleines Dankeschön bekommen habe und mir macht das einfach Freude, Leute. Ich finde das schön und ich finde es cool, wenn ich dieses, ne, Auspackerlebnis dann auch mit euch zusammen teilen kann, dass wir da einfach gemeinsam reinschauen können. Und ja, das war es jetzt hier von mir und diesem wundervollen Pakete-Video und ich bedanke mich bei allen drei wundervollen Ladies, bei der lieben Annika, bei der lieben Eileen und bei der lieben Marion, dass ihr überhaupt mit mir zusammen sowas macht. Finde ich geil. Ja, alle Insta-Profile oder was auch immer, YouTube-Kanäle und so habe ich euch auch mal einfach in der Infobox verlinkt, eingeblendet und so weiter und so fort. Ne? Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen und so. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!